Yo, moin Leute, hier ist euer Mr. Gunshin und mein Name ist Raphael. Hier kommen wir zu einem anderen Video, ja, ein Video über SP6. Für die SP6 braucht man Joblevel 70 und Ruf 0. Also das ist richtig immer gemacht. Man kann sogar einen mit Level, sagen wir mal, viele sind schon mit Level 25, Job 70, 80 schon und können SP6 tragen, also finde ich richtig geil. Ruf ist egal, also finde ich richtig gut gemacht, weil Ruf ist nicht jedermanns Sache, wie ihr wisst von mir. Ich bin Ruf, Elite oder so, weil ich selber nicht, ist mir egal. Raid dauert ca. 3 bis 4 Minuten, weil hier ist ein Game Master dabei und deshalb dauert er nur eine Minute, sonst dauert er nur, 3 bis 5 Minuten, also ja, genauso wie ein Straco Raid, dauert auch ca. 5 Minuten. Richtig easy eigentlich. Aber die Drops sind richtig gut. Ich glaube, das waren 20k, was man da hier bekommt. Hier sind noch ein paar andere Bilder für euch. Informationen so. Benötigt Job Level 70, benötigt Ruf, ist egal. Hier sind die SPs. Ich hole mir das, hole ich mir dann gleich SP6. Ich hoffe, man muss da gar keine so Quest machen, dass man das machen darf. Also den Raid da, so wie bei Draco Raid. Da hier ist Poseidon, also hier drücken wir mal Stopp. Ich glaube, das ist Bewegung plus 2. Also ich glaube, das ist Bewegung plus 2. 5 Feuer, 16 Ding. Ja, Schatten könnte jetzt ein bisschen mehr sein. Ich glaube, echt witzige Skills. Hier irgendwie ein Piranha High, hier irgendwie ein Ball, hier irgendwie. So wie wir bei Ice Mates, dieser Eisschutzschild ist, glaube ich. Dann irgendwie mehrere Frau, dass die Gegner schlafen. Also richtig coole Skills. Also ich glaube, das ist der 20er Skill, das ist da jetzt, das mit dem Ding. Ich beende die Aufnahme damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.